Hallo liebe Freunde, da ist wieder der Rolf. Ich möchte euch heute mein Weihnachtsgeschenk vorstellen, das ich von meiner Frau und meiner Tochter bekommen habe. Es ist eine Melitta Aroma Fresh, also es ist eine Kaffeemaschine mit Mahlwerk, also kein Vollautomat, und ist von Saturn. Und so viele war es, hat es 139 Euro gekostet. Und ist halt so, was weiß ich, 1000 Watt Warnhalte und. Und da habe ich das Teil noch einmal neu. Kaffee, also Mahlwerk oben und Kaffeekanne, Display, alles so. Aber das ist nicht dabei. Ja, und da ist noch mal Mahlwerk einstellen. Jetzt werde ich das Ding mal auspacken und dann zeige ich euch das weiter. Nun habe ich das gute Stück ausgepackt und mir die Anleitung angeschaut. Da oben ist das Kaffeefach zum Kaffee reinschütten. Hier kann man die, also grober Kaffee, mittlerer Kaffee und feiner Kaffee, wobei steht, dass der feine Kaffee so ist wie der Pulverkaffee, den man kaufen kann. Hier ist die Wasser, Frischwasserbox mit Skala da, 10 und so weiter, geht's runter. Spiegelt ein bisschen, naja, 4, 2. Und überfüllen kann man es nicht, da hinten ist nämlich ein Loch. Aber das macht man zu. Also, und hier ist der Filter. Kommt die Filtertüte hier rein. Ist da unten mit Tropfstopp. Und hier ist die Kaffeekanne da unten. Da macht man dann. Ah, da ist ja auch der Pinsel. Ja, das habe ich gelesen, das ist zum Reinigen von dem Mahlwerk und Pulverschacht und so. Und da ist, was hier ist Skala für kleine Tassen und da eben Skala für grobe Tassen. Das sieht man aber ein bisschen schlecht. Aber ich werde das Teil dann einmal programmieren. Da gibt es so viele Sachen. Moment, das muss ich als Brille holen. Also jetzt habe ich Brille geholt, da kann man einstellen, wie viel Kaffee, das geht hier, und da oben kommt die Kaffeebohne, das geht 2,2 Kaffeebohne, 3 Kaffeebohne, 1 Kaffeebohne, also für wie viel Kaffeepulver, dass man es will, und hier. Und da unten ist, wenn man Pulverkaffee kann man direkt machen, dann malt es nicht. Dann ist das Mahlwerk ausgeschaltet. Und hier ist das Mahlwerk eingeschaltet. Und da habe ich Warmhalte-Dings, ein Aus-Timer. Und wenn kalk ist, gibt es auch drei verschiedene Grade mit dem Kalk. Das ist hier auch nochmal alles beschrieben. Da eine Uhrzeit mit H und M, das war hier, und hier kann man die Uhrzeit einstellen. Da habe ich übrigens, wenn das Gerät verkalkt ist, blinkt ein Licht aus, ein Wasser einfülle, wie viel, und dann wie viel kann ich, das man will, also so lange brüht es dann. Da auch, da kommt Kaffeepulver oben rein, die Filter ausschwenke, Filtertüte rein, der Mahlgrad einstellen, und da habe ich, dass man Kaffeebohnen, keine Filter nimmt, keine drunter. Das ist bei gemahlenem Kaffee, den man direkt in den Filter gibt. Timer kann man einstellen, der Mahlgrad, das ist das Zeichen, wenn man das Oberteil abnehmen will. Muss man das auf, also drehen und auf dieses Teil stellen, so, und dann kann man das runternehmen, und dann ist die Kaffeemühle, kann man dann ausnehmen. Da habe ich schon ein bisschen Kaffee eingefüllt, aber ich wollte es nochmal ausmachen zum zeigen.
Und ja, das war zum Öffnen. Und da kann man das Teil rausnehmen zum Reinigen, also die Mühle und die Klappe zum Reinigen. Also es habe ich mir doch überlegt und werde die Kaffeemaschine gleich vorbereiten. Da kommen Kaffeebohnen rein. Man soll nicht zu viel auf einmal reintun, nur so, dass vielleicht 2 Tage oder so geht, damit das Aroma nicht verloren geht. Oh, wenn man da rein riecht, das ist schon was Feines. Das sind die Jakobskrönung. Früher hat man gesagt Jakobskrönung. Aber rieche tut schon ganz gut. Jetzt werde ich mal das Teil programmieren und mal sehen, ob morgen früh, ob es nachkriegt, dass morgen früh um 8:30 das Ding anfängt, Kaffee zu mahlen und Kaffee zu brühen. Also bis morgen. Bin ich doch noch mal dran. Auf jeden Fall hat es da auch noch ein paar so Melitta Kaffeefilter sind da auch noch dabei. Und jetzt habe ich die Maschine, so wie es vor der ersten Kaffeezubereitung steht, gereinigt. Also ich habe klares Wasser in den Wassertank eingefüllt und 2-mal durchlaufen lassen. Und das ist ganz wichtig, dass man das macht, weil da waren so einige ganz winzig kleine schwarze, ich glaube, Plastikstückchen drinnen. Und als ich die Kaffeekanne weggenommen habe, hat der Tropfstopf nicht funktioniert. Da ist das Wasser da unten reingetropft. Und dieser Tropfstopf hat nicht funktioniert. Und zwar hat er nicht funktioniert, nicht dicht gemacht, weil diese, also einige oder eins von den Plastikteilen, die dann gekommen sind, sind da unten in dem Tropfstopf hängen geblieben und die Dichtung hat nicht abdichten können. Und alles mähte ich hin und her und dann ist mir das aufgefallen. Und dann habe ich den Tropfstopf rumgedreht, unter der Wasserhahne gehoben und der Hanne bewegt. Und dann ist der Fremdkörper rausgegangen und jetzt ist der Tropfstopf dicht. Also das muss man unbedingt machen. Und jetzt werde ich mal das Display ein bisschen einstellen. Also mit dieser Taste stellt man die Stunden ein und mit dieser Taste die Minuten. Und jetzt geht's weiter. Wie gesagt, Kaffee habe ich aufgefüllt. Filter habe ich drin. Wasser muss ich ja nicht neider. Wasser mache ich gleich. Soeben habe ich die Wasserhärte eingestellt. Hier die Kalktaste drücken und dann mit der H-Taste, das geht aber aus der Anleitung nicht hervor, kann man die auf härteres Wasser bis auf 4, aber das steht nicht drin. Mit der M-Taste kann man runter 3, 2, 1. Aber auf weicheres Wasser und die steht nicht in der Anleitung. Hier kann man den Mahlgrad einstellen von grob bis fein. Man kann aber auch zwischen Stärke und das Fein ist der Mahlgrad von dem üblichen Pulverkaffee. Und ich habe so mal fein, sie schreiben, dass dort der Kaffee etwas bitter schmecken könnte, aber ein bisschen drehe ich halt zurück zwischen dem, genau, also nicht ganz drüber, sondern ein bisschen zurück. Und dann lassen wir uns überraschen. Und hier kann man nochmal die Kaffee, sieht man es jetzt, die Kaffeestärke einstellen. Wie geht es so? 2 Kaffeebohnen, 3 Kaffeebohnen und dann wieder 1. Jetzt machen wir es mal auf 2. Lassen wir es mal stehen. Und weiter geht's. Mit dieser Taste, wo die Kaffeetaste drauf ist, kann man sehen, na, jetzt für 6 Tassen, für 8 Tassen, 10 Tassen, 2 Tassen, 4 Tassen, na, 6 Tassen. So, sie sind immer ein bisschen schlecht. Also auf jeden Fall habe ich mit dieser Taste neben der On-Off-Taste auf die
auf die Wassermenge eingestellt. Nun ist es 15.54 Uhr und ich drücke da unten mal auf die Timer-Taste 2 Sekunden und jetzt ist der Kaffee, der Beginn habe ich mit den H- und M-Tasten für die Uhrzeit hier unten auf 8.30 Uhr eingestellt. Jetzt sieht man alles ein bisschen schlecht, aber so ist. Jetzt lasse ich die Taste los und jetzt kommt wieder die aktuelle Uhrzeit. Die Timer-Funktion benutzt, muss man zum Schluss kurz die Timer-Taste drücken, dann leuchtet dieses Licht und im Display kommt rechts oben die Uhr. Jetzt sieht man es da oben rechts kommt die Uhr. Dann ist das Teil exakt eingestellt. Nun habe ich mich endlich aufgerafft und stunden können. Nun hat sie den Kaffee gemahlen und nun müssen sie brühen. Jetzt müsste es hier anfangen. Es war der Timer drin. Ja, heute habe ich es endlich mal verwischt. Lassen wir uns überraschen. Ah, es fängt schon an zu gluckern. Und es riecht ja ganz fein nach Kaffee. Ja. Ich hatte es auf 8.30 Uhr gestellt. 8.31 Uhr ist jetzt. Ja, da sieht man es. Also Kaffeemenge. Sieht man so ein bisschen schlecht. Aber es riecht schon wunderbar nach Kaffee. Es geht auch noch Batterielicht an. Kamera. Also, Kaffee wird gleich schon was unten drin. Ja, tropft schon rein. Also, bis jetzt ist die Maschine wunderbar. Ein sehr feiner Kaffee. Müssen wir halt einiges einstellen, aber dann ist okay. Und tschüss.